Da war ich vor kurzem im Tierheim und jetzt verratet sie mir, ob das normal ist. Da war ich im Tierheim. Dann gucke ich, sind so Welper. Nur schöne 6 deutsche Schäferhunde. Super schön. Und ganz alleine rechts in der Ecke ist ein Labrador, ein Schwarzer. Habe ich gefragt, ist das normal? Und die Verkäuferin hat mir gesagt, nein, ist normal. Der spricht die Sprache nicht. Dann bin ich zu den Welpen hin, zu den 6 Schäferhunden, und gesagt, was ist denn gerade los, was ist denn das Problem? Und die haben mich anguckt und dachte wahrscheinlich, verstehen dich nicht, du bist ein Mensch. Ich habe es aber ignoriert und dann beide mit denen geredet und gesagt, was ist los, wieso redet er nicht mit dem Labrador? Und die 6 Hunde haben mir gesagt, so, der schwarze Labrador regt mich auf. Wir wollen nicht, dass wir zusammen im Zwinger sind. Bitte schieb ihm ab. Das habe ich rausgehört. Dann bin ich hin und habe zur Frau gesagt, ich interessiere mich für den Labrador. Und dann hat sie gesagt, oh ja, schön. Haben Sie einen großen Raum? Ich habe gesagt, ja, sehr groß. Und dann hat sie mir den mitgenommen, habe ich ihn an die Leine, bin dann einfach mal ins Auto gestiegen und fahre Richtung Österreich und weiter. Und musste natürlich auch mal tanken an der Raststätte. Ja, habe ich ihn aus Versehen vergessen. Dann bin ich wieder zurück, eine Woche später, in die Tierverkaufsstelle. Ich sage, und wie geht's im Labor? Ich sage, super, ihm geht's gut, er ist jetzt frei. Frei von Sorgen, weil sie mich angeguckt hat, er ist jetzt frei. Frei von Sorgen. Er hat jetzt eine Familie, er ist im Reich. Ich wollte es irgendwie verschlenkern, aber er ist jetzt in Natur, in seiner natürlichen Form, in einer guten Umgebung. Und sie so, ah ja. Ich sage, so, wie geht's denn den Schäferhunden? Ja, gut, da hinten sind sie. Dann bin ich hingegangen und die haben, und haben sich gefreut und der Schwanz. Der hat gegen sich die Backpfeife gehabt. Vor Freude. Und die haben sie sich bedankt. Danke, danke, dass du ihn weggebracht hast. Wir hatten sowieso wenig Platz. Da hinten ist noch ein Mops. Und so geht die Geschichte weiter und weiter. Diese Frau hat sich anschließend spezialisiert auf Schäferhunde und ist seitdem auch ziemlich, nicht ganz so erfolgreich wie davor, aber sie kommt über die Runden.